Wieso hast du mich verlassen? Hallo Leute und willkommen hier bei mir, AppleCat. Ja, einer meiner Smart Plugs, also meiner smarten Steckdosen, er hat mich verlassen. Er geht einfach nicht mehr, er klickt nur noch, er klickt und, na egal, er ist kaputt gegangen. Also ich brauche hier was Neues und deswegen habe ich hier auch schon mal ein neues Zweierpack, das wir da gleich bei der traurigen Situation hier testen werden. Und zwar kommt das hier von der Firma Yomato und ist ein Zweierpack von Mini Smart Wi-Fi Plugs EU Socket, also Steckdosen, so kleine steuerbare wie Funksteckdosen, die man dann auch steuern kann, zum Beispiel mit dem Google Assistenten, mit dem Amazon Assistenten oder auch mit IFTTT, If This Then That Anlagen, also damit man das auch in Smart Home einbinden kann. Also damit kann man steuern Amazon Alexa, Google Assistant und If This Then That. Ich werde es hier mit Amazons Alexa dann probieren. Da hinten steht ja schon mein kleiner Echo Dot. Leider klappt das hier mit Apples HomeKit nicht. Die Sachen sind leider doch wesentlich teurer als die Geschichten, die hier unterstützt werden. Übrigens, 25 Euro kostet hier so ein Doppelpack, also 12,50 Euro pro Schalterchen. Da kann man echt nichts sagen. Das ist ein guter Preis, aber ob das auch eine gute Preis-Leistung ist, das finden wir raus. Hier haben wir noch mal ein paar Parameter stehen, nichts so Interessantes. Auf der Rückseite noch mal die paar Sachen, dass wir hier eine Sprachkontrolle haben, dass es über Wi-Fi geht, dass wir Timer einstellen können und dass wir das Ganze fernsteuern können, und zwar mit einer App. Die kann man hier finden, einfach den QR-Code scannen, dann geht es zum App Store, iOS und Android, und das ist die Smart Life App. Die habe ich schon hier auf meinem iPhone installiert, denn die Smart Life App ist sozusagen das Schweizer Taschenmesser der China-Hersteller, wenn es um Smart Home Produkte geht. So, machen wir die Packung mal auf. Da haben wir die beiden Steckerchen schon drin und viel mehr ist da schon gar nicht. Hier eine ganz kleine Anleitung, die nehme ich auch noch mal raus. Die Anweisungen der Mini Smart EU Steckdose mit drahtlosem Stecker. Drahtlosem Stecker? Naja, also hier haben wir noch mal eine schöne, die ist wirklich ganz nett, eine nett gemachte deutsche Anleitung, Schritt für Schrittchen, wie das Ganze hier dann funktionieren kann. Wirkt so ein bisschen, hier wie aus einem Ü-Ei, und es wird sogar erklärt, wie man das hier mit dem Amazon Echo dann verbindet, welchen Smart Home Skill man runterladen muss. Das ist mal eine gute Sache. Auch das geht hier mit dem Smart Life Skill, wie es aussieht. Und auf der Rückseite haben wir das Ganze noch einmal auf Englisch. Und schaut mal her, Freunde, das Ding ist lang. Das ist ja ein Meter Anleitung. Wahnsinn. Aber wir sind ja hier fast schon Profis, also brauchen wir sowas nicht. Schauen wir uns mal so ein Steckerchen an. Die sind von den Abmessungen her relativ kompakt. Aber ich glaube, in so eine Dreiersteckdose passen da keine zwei Stück nebeneinander. Dafür sind sie doch ein Hauch. Ja, die sind definitiv ein Hauch zu dick dafür. Aber insgesamt sind sie einigermaßen kompakt gehalten. Wir haben hier einen Schalter dran, dass man auch da manuell ein- und ausschalten kann und in den Pairing-Modus wechseln kann. Dann haben wir dort einmal den Aufdruck, Yomato, und mehr ist es gar nicht. Mehr ist es nicht. Hier ein paar Angaben haben wir dann nochmal hier, wie viel Power die vertragen können. CE-Zeichen ist drauf, ganz wichtig. Ja, also eine schöne kleine Steckdose. Ich stecke das Ding jetzt direkt mal ein und wir versuchen mal, ob das mit der Einrichtung problemlos funktioniert. Sehr schön, also ein Steckerchen ist eingesteckt. Dann gehen wir jetzt mal hier direkt in die Smart Life App rein. Irgendwo hier habe ich sie doch. Genau, hier in der Mitte, Smart Life. Die öffnen wir einmal. Ich bin mit der App mittlerweile ziemlich vertraut. Ihr seht, ich habe hier schon andere Sachen eingerichtet. Ja, jetzt ist es aktualisiert. Und das machen wir jetzt nochmal. Wir gehen hier oben auf Plus, da oben rechts in der Ecke. Wenn ihr zum ersten Mal die App einrichtet, müsst ihr wieder mal ein Benutzerkonto anlegen, Passwort festlegen und so weiter. Und dann könnt ihr auch hier loslegen. Ich gehe oben rechts auf das Plus. Wir sagen mal, was wir hier überhaupt einstellen wollen. Das wäre eine Steckdose. Und dann heißt es hier Gerät hinzufügen, einschalten und bestätigen. Der Kontrollleuchte blinkt schnell. Die Übersetzung wurde immer noch nicht verbessert. Ach, ist egal. Das sage ich, glaube ich, schon seit 2 Jahren. Also, die blinkt auf jeden Fall hinten. Ich gehe auf Weiter. Dann haben wir hier einmal unser WLAN mit WLAN-Passwort. Wenn ihr es noch nicht getan habt, müsst ihr das Passwort hier unten einmal einstellen. Dann gehe ich auf OK und dann wird hier auch schon verbunden. Und das dauert in der Regel immer so eine Minute. Warten wir es mal ab. Und da hat es funktioniert und da oben hat sich ganz kurz Amazon Alexa auch schon gemeldet, hat gesagt, da ist ein neues Gerät, das gesteuert werden kann. Sehr schön. Und dann können wir das Gerät auch direkt umbenennen. Jetzt steht hier nur Smart Socket, aber ich habe schon eine Idee, denn das soll bei uns den Luftreiniger steuern, also nenne ich das Ding dann auch Luftreiniger.
Ja, mit dem habe ich nämlich immer hier die smarte oder mit der smarten Steckdose habe ich den immer automatisch dann ja zeitgesteuert laufen lassen jeden Tag. So, wir gehen hier unten auf Fertigstellung und dann können wir den Schalter auch schon hier direkt bedienen. Ich höre auch hinten, dass es schon klackert und funktioniert. Hier unten haben wir nochmal den Switch, also zum Ein- und Ausschalten. Dann haben wir hier einen Countdown-Timer, wenn man sagt, so, jetzt lauf hier mal für 2 Stunden und geh dann automatisch aus oder geh automatisch an. Das kommt immer darauf an, ob man das Gerät ein- oder ausgeschaltet hat. Wenn der Timer eingestellt wird, macht er immer die nächste Aktion. Das ist sehr schön. Und hier unten ganz wichtig, das brauche ich. Hier kann ich noch mal einstellen, zeitgesteuert, wann hier das Gerät anspringen soll und wann es wieder ja ausgehen soll. Ich wollte immer, dass das um 17:30 Uhr angeht und das soll wiederholt werden jeden Tag. So, das ist eingestellt und dann gehe ich mal auf Speichern und dann soll das Ding natürlich auch irgendwann noch mal ausgehen. Also noch mal Timer hinzufügen. Und dann wähle ich hier 21:30 Uhr. Switch schalte ich dann aber nicht auf On, sondern einmal hier auf Off, gehe auf Bestätigen. Und auch das soll jeden Tag so gleich stattfinden, dass der immer schön läuft. Und das war's. Nochmal auf Speichern gehen. Und jetzt habe ich hier die beiden Timer eingestellt. 17:30 Uhr jeden Tag an und 21:30 Uhr aus. Auch eine schöne Sache, um Beleuchtung zu steuern zum Beispiel. Da könnt ihr eine ganze Menge mitmachen. Das ist eine prima Sache. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal rüber zum Luftreiniger. Ich stöpsel das Ding an und dann verbinden wir das Ganze noch hoffentlich erfolgreich hier mit, ja, mit Alexa. Da wären wir am Tatort, da ist der Luftreiniger, da habe ich die Steckdose eingesteckt und dann ja, Steckerchen rein und wir probieren das direkt mal aus. Ich habe ja eigentlich schon alles eingerichtet, auch diesen Skill bei der Alexa-App, aber die zeige ich euch dennoch gleich nochmal. Aber ich will mal sehen, ob das jetzt hier wirklich Plug and Play, ich habe die einfach nur hinten rausgezogen aus dem Büro und hier reingesteckt und mal schauen, ob es funktioniert. Alexa, Luftreiniger einschalten. Okay. Ja. Seht ihr, es funktioniert. Wunderbar. So mag ich das. Plug and Play fast und alles läuft. So, Alexa, Luftreiniger ausschalten. Okay. Jetzt zeige ich euch noch den Skill. Und zwar findet man die Skills immer in der Extra-App. Hier steht sie, Amazon Alexa. Einfach die mal öffnen. Dann geht ihr in das Seitenmenü rein. Da gibt es den Punkt Skills und Spiele. Und dann kann man einfach hier oben suchen. Ich suche in meinem Fall hier mal die Smart Life. Genau, da ist er schon, der Smart Life Skill. Einmal draufgeklickt und da ist er. Und Skills lädt man ja nicht runter, sondern die muss man aktivieren. Also hier dann auf Aktivieren klicken und dann kann es im Prinzip auch schon losgehen. Schöne Sache, doch echt schöne Sache. So mag ich das. Jetzt geht auch mein Luftreiniger wieder mit Timer-Funktion. Wunderbar. Also ich würde mal sagen, schöne, leichte Einrichtung. Einziges Manko, hier passen keine 2 Stück in eine Dreiersteckdose nebeneinander. Das hätte ich ja doch immer gern, dass die so kompakt wären. Aber naja, man kann nicht alles haben. 12,50 Euro kostet hier einer, 25 der Zweierpack. Ich verlinke euch die Produkte hier unten in der Videobeschreibung. Ihr habt es gesehen, ich habe es geschafft, das Ganze einzurichten. Ist also idiotensicher. Von daher, viel Spaß, Freunde. Tja, bringt ein bisschen mehr Smart in euer Home. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.